Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Teil 2 zu dem Thema Heu. Ja, heute machen wir mal das Thema Rossmann. Das heißt, heute stelle ich euch die Produkte aus dem Rossmann vor, denn es gibt schon einen Teil, da ging es um die Teddy-Produkte, die ich alle dort geshoppt habe. Und ich habe das Ganze in zwei Videos gesplittet und heute kommt sozusagen Teil 2. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Und ich werde euch natürlich hier oben nochmal das Video Teil 1, sage ich mal, verlinken, falls ihr da auch nochmal mit reinschauen möchtet. Können wir auch schon direkt loslegen. Und ich hatte es in dem letzten Video schon einmal kurz mit erwähnt gehabt. Das sind jetzt hier höchstwahrscheinlich, ich habe das Ganze natürlich nicht durchgezählt, wie viele Produkte ich wo geshoppt habe, aber hier dürfte es heute ein bisschen mehr sein. Und ich würde sagen, ich fange erstmal mit der Tüte hier an. Die habe ich nämlich direkt gerade auf meinen Schoß schon gestellt. Und das ist wirklich so ein riesen Beutel. Also letztens war es ja nur ein kleiner Jutebeutel beim Teddy und das ist jetzt hier wirklich so ein ganz großer Sack. Und dann fangen wir einfach mal an mit den verschiedenen Produkten. Und ich versuche euch auch wieder den Preis zu nennen. So, Produkt Nummer 1. Ich habe beim Rossmann so eine niedliche, ja, was ist das? Eine Geschenktüte habe ich entdeckt von Disney, also direkt von Mickey und Minnie Maus. Und ich finde das so niedlich. Und ja, musste ich natürlich mitnehmen und war jetzt auch nicht so ganz günstig. 1,49 € hat die Tüte gekostet. Und selbstverständlich wird die dann auf jeden Fall für meine Tochter sein, also für unsere Tochter. Ich weiß noch nicht genau, wann, also in welchem Zusammenhang wir ihr dann was schenken. Also je nachdem halt Weihnachten, Geburtstag, Nikolaus kommt ja auch noch dran. Und ich finde das einfach so schön, so eine Geschenktüten. Und ja, Disney passt einfach dazu am besten. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Ich habe mir ein Badesalz mitgenommen. Und zwar dieses Frostbeulenbad von Kneipp. Da gibt es ja ganz viele verschiedene und die waren jetzt im Angebot. Die haben, glaube ich, ein paar Cent weniger gekostet. Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube 10 Cent weniger. Ich glaube 79 bis 89 Cent. Und ich finde die immer so schön. Also von der Aufmachung her schon. Die will man irgendwie immer gar nicht aufmachen. Und auch vom Duft her sehr angenehm und sehr ergiebig. Und das Badewasser färbt sich, also was ich bisher erlebt habe, auch immer sehr schön. Und hier ist Ingwer dabei und Jutsu. Und ist halt nochmal ein Bad, was durchwärmend wirkt. Also ne, durch den Ingwer. So, dann habe ich mitgenommen Wickelunterlagen. Die nehme ich ja sehr gerne vom Rossmann. Also ich hatte jetzt schon verschiedene durchprobiert. Also wir haben schon mehrere von verschiedenen Firmen geholt und komme mit denen hier einfach am besten klar. In der letzten Zeit hatte ich zwar auch hier so ein bisschen mit Probleme, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich hatte die Unterlagen direkt neu herausgeholt und die waren an der Seite irgendwie kaputt. Also die waren schon offen, dass dieses ganze Füllmaterial, was da drin ist, wenn ja was daneben gehen soll, was das dann noch mit aufsaugt, das war irgendwie alles offen und die Watte, das ist ja sowas wie eine Watte, die kam dann raus. War natürlich nicht so prickelnd, aber so an sich bin ich wirklich zufrieden mit denen. Und die kosten so um die 2, ich glaube bis maximal 3 €. Und hier sind immer 10 Stück drin und wir nehmen die immer für unterwegs. Also die, wenn wir unterwegs sind, ne, kann man das super entweder sie im Auto wickeln, dass wir was drunter legen oder halt auf dem Wickeltisch unterwegs. Da packe ich sie oder lege ich sie auch nicht so direkt hin, sondern immer mit einer Wickelunterlage, weil ich das einfach schöner finde und hygienischer. Man weiß ja auch nicht, ne, was da sonst alles noch, ob man da, was Leute da sonst so rauflegen, ne? Ist ja nun nicht vielleicht immer so, ist ja eigentlich zum Wickeln gedacht, aber ne, man weiß ja nie. So, dann habe ich mitgenommen, das kann ich euch gleich als erstes mal wieder zeigen, das übliche Prozedere, die Feuchttücher, ne, die Ölpflegetücher, die nehmen wir ja immer. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Also ich mag die sehr gerne. Ich finde, damit lässt sich auch, ich sage mal, der Stuhlgang, ne, viel besser entfernen. Denn ja, das sitzt ja vielleicht manchmal dann doch ein bisschen fester und durch diesen Ölgehalt lässt sich das sanfter lösen und dann muss man da auch nicht irgendwie beim Wickeln und sauber machen da rumscheuern, was halt nicht angenehm ist. Und für so ein Baby ist das wirklich nicht schön und schon gar nicht, wenn der Bereich dann halt dadurch, ne, wund gemacht wird oder es schon wund ist,
ist es halt nicht gerade förderlich. Deswegen sind die wirklich sehr zu empfehlen. Also kann ich von mir aus nur so sagen, die Öl-Lotionstücher, und ich finde, die eignen sich halt für alles, ne? Für den ganzen Körper. Das heißt zum ja, komplett Pflege, ne? Wenn sie jetzt nicht immer in die Wanne gesteckt wird. Wir baden sie ein bis maximal zweimal pro Woche aktuell noch, weil sie einfach noch sehr klein ist. Sie schwitzt noch nicht viel. Und wir wollen sie da halt auch nicht überfluten, sage ich mal mit. Also, dass das nicht zu viel an Badezusatz und so weiter ist. Ne? Kann jeder handhaben, natürlich, wie er möchte. Aber wir machen es halt so. Und daher finde ich zum Zwischenreinigen diese Öl-Lotionstücher wirklich sehr angenehm. Und halt auch für den Intimbereich. So, die habe ich, jetzt muss ich erstmal gucken, ich glaube, die habe ich dreimal mitgenommen. Ja, die habe ich dreimal mitgenommen. Eine Tüte reicht ungefähr eine Woche, also eine Packung, da sind immer 80 Stück drin. Und übrigens ist hier auch Rosmarin dabei. Rosmarin, das ist nochmal so ein bisschen desinfizierend, reinigend, ne? Hat das eine reinigende Wirkung. Und die haben ungefähr, ich glaube, die haben kosten über 1 Euro. Ich sag mal so ein, bis 1,50 € maximal. So, was habe ich noch Schönes mitgenommen? Ich habe natürlich wieder Babygläschen mitgenommen. Ich sortiere mir die hier mal raus. Und auch mal ein paar Sorten, die wir noch gar nicht kennen. Und ich bin wirklich gespannt. Und es soll auch bald mal wieder ein Aufgebraucht-Video kommen. Denn ich glaube, das interessiert euch auch immer, ne? Wie die Produkte auch so waren. Ob ich das nochmal kaufen würde oder ob ich sage, geht gar nicht. So, jetzt habe ich hier übrigens einen Beutel im Beutel. Auch nicht schlecht, ein Beutel im Beutel. So. Genau, erstmal die ganzen Babygläschen. So, jetzt muss ich kurz Krach machen. Ich hatte 6 Gläschen gekauft und eins hatten wir davon aber schon gleich am ersten Tag vernichtet oder am ersten Abend. Und zwar habe ich habe mich so gefreut, ich habe mich letztens darüber nicht geärgert, aber ich war so ein bisschen verwundert, dass es diesen ganzen Kakaoabendbrei nicht mehr gibt. Ne, sonst gab es von Baby Vita immer Abendbrei, ich glaube Kakao und Keks oder Grieß und Kakao. Und das haben die irgendwie alles umgestellt. Also es gibt jetzt nur noch irgendwie Vanille und Banane mit Keks und Banane und Vanille. Und ich glaube Apfel ist auch noch mit drin, weiß ich jetzt gerade nicht. Und nichts mehr mit Kakao. Und generell nichts anderes. Also von keiner anderen Firma, weder von Hip noch von Baby Vita und wie die ganzen Konsorten alle heißen. Und ich habe mich irgendwie gewundert und gefragt, warum. Also ich weiß es nicht. Könnte man natürlich mal ein Baby Vita schreiben. Vielleicht können die da ja was zu sagen. Vielleicht musste das raus. Wer weiß. Jedenfalls habe ich gesehen, das war glaube ich auch im Angebot, 89 Cent haben die Gläschen hier gekostet. Und ich habe das erste Mal jetzt Alete-Gläschen mitgenommen. Und ich weiß nur, dass ich, als ich noch ganz klein war, also als ich noch ein Baby war, habe ich, glaube ich, soweit ich weiß, auch Alete bekommen. Ich weiß gar nicht. Ansonsten, ne, Korrektur an meine Eltern, wenn das nicht stimmt. Aber ich glaube, dass ich auch Alete bekommen habe. Und die Milch gab es ja auch mal. Die ist, glaube ich, aber schon rausgenommen worden, weil die irgendwie nicht so gut war. Kann ich euch nicht genau sagen. Will ich keine falschen Infos zu geben. Jedenfalls zu dem Glas kann ich sagen, das hat ungefähr 89 Cent gekostet. Also 79 bis 89 Cent. Ab dem 8. Monat, da habe ich mich so drüber gefreut, mal ein Abendbrei, also wirklich für das Alter sozusagen entsprechend. Davor hatten wir Gläschen ab dem 4. und halt ab dem 6. Monat. Und danach habe ich halt nichts mehr gefunden, außer das zum selber anrühren. Und das ist Banane und Kakao. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir hatten das gleich am ersten Abend ausprobiert. Ich habe es natürlich selber gekostet. Oh, das war so lecker. Am liebsten hätte ich das selber gegessen. Und Lotti, die hat das auch komplett weggehauen. Also das ganze Glas hat sie gleich vernichtet. Und davon habe ich gleich, wie gesagt, insgesamt 3 mitgenommen. Eins hat sie ja schon gegessen. Dann habe ich noch Mittagsbreie mitgenommen, 3 Stück. Und zwar alle 3, die wir noch nicht kennen und alle 3 von Baby Vita. Einmal mein Risotto. Ich weiß gar nicht, ob das eine limitierte Edition ist. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls Spinat und Käse. Also eher was Vegetarisches. Ja, kennen wir noch nicht. Bin ich mal gespannt. Und Spinat hatte sie, glaube ich, so auch noch nicht. Käse hat sie schon mal bekommen von uns. Also tatsächlich richtigen Käse. Immer so ganz kleine Stückchen. Und den fand sie eigentlich auch ganz gut und hat den dann gleich vernichtet. Machen wir natürlich nicht täglich, aber hat sie dann halt mal gekostet. Ich finde das nicht schlimm, wenn mal ein Baby auch mal irgendwann, sie ist ja nun schon 8 Monate alt,
oder schon älter als 8 Monate, wenn die dann auch mal ein paar andere Sachen mal ausprobieren dürfen. Dann habe ich mitgenommen, das ist was Griechisches, würde ich jetzt mal so sagen, würde ich mal so behaupten. Moussaka, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, bitte korrigieren. Auch ein Mittagsbrei mit Kartoffeln und Auberginen und es ist auch vegetarisch. Ich habe jetzt hier irgendwie, ja, 2 Gläschen gewählt, zufällig, die halt vegetarisch sind. Aber sonst bekommt sie halt auch viel mit Pute oder auch Gulasch. Also da gibt es ja so viele Breie. Aber ist halt, ne, so abwechslungsreich. Ja, und dann noch ein Gläschen, auch vom Baby Vita, wie gesagt. Das ist, was ist das? Genau, Hühnchen süß-sauer. Also Gemüsereis mit Hühnchen süß-sauer. Also sozusagen ein bisschen asiatisch. Und auch das kennt sie noch nicht. Und ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie das schmecken soll. Für Babys süß-sauer. Also ich bin ja mal echt gespannt. Ich werde natürlich auch mal einen Löffel kosten, bevor ich ihr das gebe. Das interessiert ja auch mal. Und die Gläser haben ungefähr alle 89 Cent gekostet. Ich glaube, ein Glas war ein bisschen teurer und hat über 1 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, welches. Ich glaube, entweder das Moussaka oder das, was ich euch gerade zum Schluss gezeigt hatte. Kann ich euch gar nicht genau sagen. Aber so ungefähr alle bis 1 Euro, ne? So, dann habe ich mitgenommen. Jetzt kommt es. Ich komme jetzt so langsam schon zu den letzten Produkten. Moment, ich hole das hier mal raus. Und mein Highlight zeige ich euch wieder zum Schluss. Ich habe noch mitgenommen Schuhchen, also Babyschuhe von Baby Dream, also von Rossmann. Das ist irgendwie eine neue Passform und besserer Halt. Größe 20 bis 22. Hüttenschuhe nennen die sich. Ich zeige euch die mal. Und ich finde die so süß. Und die sind hier ein bisschen dicker. Ich halte es mal ein bisschen näher. Ihr könnt das vielleicht hier so sehen. Ich halte das mal so schräg. Hier sind solche Nopsis. Seht ihr, oder so eine Nupsis. Seht ihr das? Ja, ne? Bestimmt. Und gerade jetzt, sie fängt, krabbelt ja nun endlich mal. Es hat ja ein bisschen länger bei ihr gedauert. Sie krabbelt und sie zieht sich auch schon alleine hoch. Das heißt, sie kann schon alleine stehen mit festhalten. Und für den Winter, weil es auch sehr fußkalt hier bei uns in der Wohnung ist, sind diese Schuhe auch sehr praktisch und auch für draußen, weil ich habe die natürlich noch nicht ausgepackt. Hier seht ihr das vielleicht. Die haben halt einen, ne, ein bisschen höheren Bund. Naja, wie nennt man das bei einer Socke? Die sind halt höher, ne? Und so kleine Schuhchen, die pult sie sich da immer aus, ne? Die will sie sich immer ausziehen. Und hier geht das dann nicht so einfach. Und da hatte ich echt Glück. Das war die letzte Größe. Also die letzte Größe, ne? 2022. Und mal gucken. Ich bin gespannt, wie ihr die gefallen. Aber eigentlich ist ihr das immer eigentlich egal, was sie da am Fuß hat. Hauptsache, es ist schön warm. Und dann habe ich noch Anti-Rutschsöckchen mitgenommen. Da habe ich aber schon die größere Größe genommen, weil ich fand, die anderen sind so ein bisschen klein gewesen. Da gab es einmal 6 bis 12 Monate und dann einmal diese hier, 12 bis 18 Monate. Und das sind Anti-Rutschsöckchen mit Bio-Baumwolle. Also auch hier, ne, so eine Anti-Rutschfläche. Und das Muster fand ich ja schon wieder so süß, ne? Blümchen und halt richtig schön mädchenhaft. Und ich muss das mal überlegen, den Preis. Ich würde sagen, die haben so auch 1 bis 2 Euro gekostet. Und die waren, glaube ich, ein bisschen teurer, so 2 bis 3 Euro. Aber ich glaube, teurer waren die dann auch nicht. Ja, genau. Und ich fand, das war jetzt mal wichtig für die kalte Jahreszeit, dass sie dann nochmal wieder was für die Füße bekommt. So, dann kommen wir zum vorletzten Produkt. Habe ich mir hier schon an die Seite gelegt. Ein Riesenklopper. Ne? Das darf natürlich immer nicht fehlen. Windeln. Und wir nehmen mittlerweile ja die 4 Plus, hatte ich letztens schon gezeigt. Kommen wir super mit zurecht. Für mich die besten Windeln. Bisher kamen wir mit keinen Windeln besser klar als mit denen vom Rossmann, von der Eigenmarke, muss ich ehrlich so sagen. Und das Pack hier ungefähr hat 5 Euro gekostet, also zwischen 4 und 5 Euro. Und hier sind, das sind das 72 Stück, ja, 72 Stück, 4 Plus, das heißt Maxi Plus. Und ich glaube, die halten sind sogar noch ein bisschen mehr oder haben mehr Saugstärke als die normalen Vierer. Ja, und jetzt kommen wir noch zu dem absoluten Highlight von meinem Rossmann-Shopping-Trip, sage ich mal. Und zwar habe ich das schon mal, ich habe echt überlegt, wo ich das mal gesehen hatte. Ich kann es nicht genau mehr sagen, aber ich glaube, ich habe es bei YouTube gesehen oder bei Instagram oder bei TikTok. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls. Gibt es auch noch zwei YouTuberinnen, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Ist ja auch egal, komme ich gerade nicht drauf. Jedenfalls, da habe ich das auch gesehen. Also die haben davon, sage ich mal, eine limitierte Edition irgendwie rausgebracht. Und zwar dieses Spooning. Ja, das ist wohl von Höhle oder aus Die Höhle der Löwen, ne? Kennt man vielleicht oder vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Auf Vox läuft das. Hier steht das übrigens auch nochmal drauf. Und das ist Keksteig zum Löffeln. Ich halte euch das hier mal kurz rein, dass ihr mal schauen könnt. Ich habe mich total gefreut, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, zufällig. Das habe ich auch erst später gesehen. Ich bin da schon zweimal dran vorbeigelaufen und beim dritten Mal habe ich das dann mitgenommen. Und weil ich es da erst gesehen hatte, das war auch schon gut vergriffen. Also da standen nur noch zwei. Und das ist, wie gesagt, Keksteig zum Löffeln. Man kann aber wohl tatsächlich auch daraus backen. Also man kann daraus, hier steht es nochmal hinten drauf, ne? Wenn man lieber backen möchte, kann man das Ganze halt auch als Backteig ganz normal verwenden. Ja, ist die Frage, ob sowas not tut. Ich glaube nicht unbedingt, aber zum Ausprobieren, ne, wollte ich es natürlich mal mitnehmen. Ist halt natürlich wieder ein schöner Dickmacher, sage ich mal. Also schon halt, ne, was auf die Hüften geht. Und eigentlich haben wir uns ja vorgenommen, dass wir nicht so viel mehr naschen. Aber das kennt vielleicht jeder. Man nimmt sich immer vor, man macht Sport und nimmt ab und weiß ich was alles. Und irgendwie im Endeffekt kriegt man es dann doch nicht so umgesetzt, weil man einfach dann doch keine Lust hat. Na, ich glaube, ihr kennt das bestimmt alle. Außer die, die vielleicht wirklich hier Akkord Fitness und ins Fitnessstudio jeden Tag und Fitnesstrainer vielleicht sogar sind. Das ist vielleicht nochmal was anderes, aber ich sag mal so die Normalsterblichen wie ich. Ja, jedenfalls, das war auch wesentlich günstiger. Ich hatte jetzt mich im Nachhinein mich nochmal informiert. Im Internet gibt es die halt auch zu kaufen, bei Amazon glaube ich, für 6 bis 7 Euro, wo ich sage, ganz schön heftig, für eine Dose. Das sind 215 Gramm. Und ich habe dafür 2 bis 3 Euro bezahlt. Also das war auf jeden Fall schon die Hälfte, ne, was man sonst im Internet bezahlen würde. Und ich bin wirklich gespannt, wie das schmeckt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich schon, das auszuprobieren. Oder wir werden es natürlich beide zusammen essen. Das werde ich natürlich meinem Freund nicht vorenthalten. Ja, wenn mir das geschmeckt hat, ich werde, glaube ich, dann wirklich noch mal ein Aufgebraucht-Video machen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal wieder anfangen zu sammeln, dass wir ja vielleicht noch diesen Monat, Ende des Monats, noch mal ein schönes Aufgebraucht-Video machen können. Und ich denke mal, dass das vielleicht noch mal eine schöne Sache ist. Ja, das sind alle Produkte und ich würde sagen, das waren doch schon mehr Produkte als das, was ich so beim Teddy entdeckt habe. Und ja. Das ist erstmal so das. Was ich noch sagen wollte, kurz nochmal angeschnittenes Thema. Aktuell laufen hier wirklich wieder sehr wenig Kosmetikthemen, also sehr wenig, was das Thema Unique angeht oder Make-up-Videos. Denn aktuell habe ich das Ganze wieder so ein bisschen umgedreht. Das heißt, hier läuft aktuell wirklich mehr Thema Haul, Shopping, was hatten wir noch alles, so Vlogs, Alltagsvlogs und solche Geschichten. Dann möchte ich bald nochmal DIYs mit reinbringen, denn das passt jetzt auch gut zur Weihnachtszeit. Ihr könnt mir gerne mit reinschreiben, ob das was für euch ist oder nicht. Und eins wollte ich noch sagen, genau, für die Leute, die sich für Kosmetik auch interessieren, also das Ganze läuft aktuell wirklich wieder mehr auf Facebook, wie der ursprüngliche Plan auch mal war. Und die Infos dazu, wo ihr mich findet und wie ihr mich findet, findet ihr alle in der Infobox. Also schaut da nochmal rein. Ihr könnt gerne mir überall folgen. Überall ist immer ein bisschen anders das Thema. Und auf Facebook geht es wirklich nur um Kosmetik. Das ist wirklich Kosmetik, Kosmetik. Also wer da wirklich interessiert ist, ne, unbedingt reinschauen, unbedingt dann meine Seite abonnieren. Und hier bin ich, wie gesagt, auch. Ich versuche immer noch, ne, recht aktiv hier zu sein und habe für mich festgestellt, dass es doch für mich einfacher ist, jetzt wieder im Moment hier mehr solche Themen wie Vlogs und Unboxing von mir aus auch noch, ne, solche Themen hier mit reinzubringen. So, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir natürlich wie immer einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann sehr gerne abonnieren und natürlich noch die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.